Das sind zu wenige, aber viele, viele Tors. Oh, wie viele Corrupter da kommen. Ja, mit dem Range, der Vikings kann man schon gut arbeiten, wenn man noch die Tors hat, die auch so eine krasse Range haben. Hat er gerade seine komplette Eco verloren? Oh nein, da. Oh nein, da sind noch ein paar Arbeiter. Das sind nicht mehr unfassbar viele, aber die reparieren hier autotechnisch. Oh, die Echse steht. Nice. Und 51 zu 183, beide noch mit relativ vielen Ressourcen unterwegs. Ah, da kommen Fleißiglinge. Gut, Fleißiglinge ist jetzt hart übertrieben, da sind ein paar. Aber es sind halt viele Investoren auch mit dabei. Die Ex wird hier nochmal neu genommen. Ich meine, jetzt lässt der Show gerade richtig, richtig krasses Income. Die Echse, die hier läuft noch ein bisschen. Ja, die hier, die noch ein bisschen läuft. Also das ist schon relativ viel. Hier, ich meine, da hat er noch ein bisschen was. Ich meine, er hat auch selber noch Ex-Möglichkeiten, aber kaum Drohnen. Wie viele Drohnen hat er denn? 29 gegen 33. Gut, der Terra lebt jetzt halt auch hart von den Mules. Dark Force hat halt nahezu Max Supply. Wo sind wir denn hier gerade mal aktiv auf der Map? Sollen wir mal kurz mal schauen. Ah, hier sind Linge. Die haben schon mal nichts gebracht. Hier kommen immer wieder so ein paar vereinzelte Linge, die ein bisschen was starten. Der Nidus Worm steht hier noch. Oder wieder. Ja. Die Ex wird jetzt, also da könnte er auch mal wieder Mule setzen oder sowas. Das ist krass. Dieses Spiel hier halt einfach schon, wie lange geht? 57 Minuten. 57 Minuten. Mann, das könnte ein Finale sein. Um 5.000, 10.000 Euro. Mann, was würden die Leute sich da freuen. Jetzt haben wir hier 8, 11. 11 Marines. 15 Marines. Dann Corruptern, Broodlords, die jetzt wieder harassen und das nicht zu knapp. Wir sehen es hier, die Eco wird ziemlich schnell down gehen, wenn er denn direkt auf die Eco geht. Ja, sieht zumindest so aus, die Broodlords knallen hier drauf, immer noch mit 2-2 Upgrades. Aber hier kommen weitere Upgrades. Na, die Corruptor stehen bereit, die Tors aber auch. Und es sind mittlerweile relativ viele Vikings. Also ich meine, immer noch mehr Corruptor, aber er hat halt die Tors auch dabei. Oh mein Gott, die Corruptor! Die Tors rasten aus. Mann, was die draufknallen können. 170 gegen 157 Supply momentan. Naja, könnte er echt nochmal Mules setzen. Er hätte da nochmal zwei. Wie viele Mules-Gebäude hat er denn eigentlich noch? Also, Old Commands. Hier noch eins. Er hat nur diese zwei. Sehe ich das richtig? Zwei? Ne, drei. Drei. Drei Orbital Commands. So, da fällt der Tor jetzt auch. Da zieht er sich wieder zurück, der Dark Force. 20 Arbeiter gegen 31. Beide halt noch mit ordentlich Geld auf der hohen Kante. Wieder rund. Soll es jetzt wirklich ein Drop da rein werden? Das kann nicht sein Ernst sein. Wagemütige Marines, also die sterben auf jeden Fall für ihr Land mit. Weiß ich nicht, was schreien die, während sie sterben? Lebensmüde! Da stehen Investoren, Kollege. Oh, jetzt geht's hier wieder vorwärts. Corruptor gegen Vikings. Ab und zu mal ein bisschen Transfusion drauf. Ich will sehen, wie sie sterben, ganz ehrlich. So, Stim. Jetzt rennt er noch in die Linge rein. Die Linge tötet er. Jonathan so. Raps. Raps. Und nochmal. Ja, haben die Marines aber Schaden gemacht, du.
167 gegen 200 Supply. Beide auch noch mit Ressourcen auf der hohen Kante. Da kommt der Tor mal wieder vorbeigelaufen. Oh, erstmal direkt ein Funk-Growth drauf. Jetzt, boah. Jetzt ist direkt, wie der Tor halt hilflos ist und dann nicht mehr weiß, was er machen soll. Oh, da kommen die Corruptor und da kommen die Tors. Hier kommt der Tor. Oh, 11 Broodlords noch. Da kommen nochmal 3 Tors nachgesetzt. Kommen jetzt überall Spinecrawler mit dazu. Hier steht genügend, hier läuft's. Hier geht da kaum einer hin. Es kommt Tor, Tor, Tor. Tja. Also beide jetzt hier wirklich auch mit relativ viel Respekt, finde ich. Jetzt kommen Ultralisken halt. Jetzt kommen halt tatsächlich noch Ultralisken mit ins Spiel. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hat er jetzt zu viel Schiss, dass er mit R verliert? Oh, sind auch mittlerweile wieder einiges an Marines. Aber, oh, 10! 10 Tors mit am Start. Das ist auch geil. 10 3-3er-Tors. Holy shit. Die lernen halt die ganze Map hier, ne? Die lernen die ganze Map. Ich meine, hier sind überall noch so ein bisschen was. Große, richtig große... Na, das ist schon fast... Das ist weg. Hier ist auch schon richtig viel weg. Ist auch schon richtig viel weg. Ist auch schon relativ viel weg. Also hier ist noch viel. Und hier ist noch relativ viel. Also Dark Force hat noch Ressourcen. Währenddessen der Terra... Na, zusammengenommen nicht mehr so viel hat. So, Infested Terrain kann man wieder Langeweile. Ich meine, die Energie, solange er die sinnvoll nutzt, ne? Wieso nicht? Wow, da rennt eine ganze Stim-Armee. Stim-Armee rum. Sollte lieber aufpassen, dass hier kein Fungal Growth irgendwo vorbei hüpft. Da zum Beispiel. Ich finde, Einladen ist ziemlich crazy. Wenn jetzt einmal Fungal Growth kommt. Und noch einmal. Ah, egal. Gucken wir mal. So, lädt jetzt 4 hier ab. Wo 3 Infestoren sind und 2 da. Wo 4 Infestoren sind. Stim, Stim. Oh, da kommt Fungal Growth. Und er stimmt nochmal, damit sie schnell in den Tode gehen. Zu viele Spritzen in meinen Arm. 3 Marines da übrig. Und er hat halt 5 Lingen getötet. Auch hier. Fungal Growth einfach richtig, richtig nice. Und gleichzeitig geht es mit den Bootlords wieder los. Oh, der Tor geht down. Die Vikings versuchen es. Da kommt die Corruptor jetzt nochmal dazu. Oh, die Ultralisten sind halt nice. Warte mal, habe ich hier irgendwas verpasst? Ich will die Tors wiedersehen. Ich will die Tors wiedersehen. Da waren irgendwo Tors. Sind die hier im Fight schon gestorben? Oh ja, können wir das nochmal sehen? Aber das waren doch vorhin 10. Da ist noch einer. Das sind 8. 9. Lass mich sehen, was mit den Tors passiert ist. Erstmal laufen hier die verrückten Marines rum. Droppen hier ein bisschen. Okay, er macht hier kaputt. Aber da stehen halt einfach noch 4 Tors. Okay, er zieht die Tors halt einfach weg. Nee, ist alles so gut gewesen, soweit. Hat halt einfach keine Tors mehr. Hier gab es hier nur die 3 Ultralisten, die noch ausrasten. So, während hier einfach mal super viele Units in der Ecke stehen, was natürlich nicht so clever ist. Oh, krass. Lässt er die runter? 5-3 Upgrades. Hab dafür. Dann nimmt sie jetzt raus. Ah, Medivacs konnte er nochmal retten, 2 Stück. Und wir haben jetzt momentan 129 gegen 185 Supply. Beide aber immer noch mit relativ vielen Ressourcen unterwegs. Bis der Terra geht auch irgendwann mal leer aus. Also hier ist halt nichts mehr. Also hier ist keine CC oder so momentan. Versucht jetzt mit kleineren Drops hier wieder. Nein, das wird gerade neu gesetzt. Wo auch immer der gesetzt wird. Frag mich nicht. Das kann überall sein. Da wieder gesetzt. Boah. Da ist der Tor wieder weg. Die Rootlords, das sind immer noch 10 Stück, stehen hier rum. Und Shio versucht es jetzt vielleicht von hier nochmal.
Geht auf die Corruptor. Oh, da gehen die Corruptor jetzt richtig gut down. Nehme ich mal zumindest an. Na, noch einmal ein bisschen länger drin geblieben, dann wäre da was gegangen. Boah, Fungalgrowth wieder auf die ganzen Vikings. Da sind noch nicht mehr so viele. Und jetzt klaut er eben noch den einen oder anderen Tor. Oh mein Gott, ein Neuroparasite. Und das sieht ziemlich bitter aus hier für Show. Zieht jetzt seine halbe Armee. Nein, nicht mal die halbe. Alles, was er noch hat, irgendwie wieder zurück. Ah, da sind immer noch 8 Bloodlords. Jetzt versucht er hier gerade die Corruptor rauszunehmen. Eins. Zwei. Na, okay, das war's. Zwei Investoren konnte er rausnehmen. 73 gegen 185 Solai. Mittlerweile sieht das schon ziemlich gut aus für Jonathan. Also ich meine, es ist ja auch selten, muss ich mal einfach dazu sagen, es ist sehr selten, dass wir einen Spieler ein Spiel schicken, wo er verloren hat. Da muss er extra awesome gespielt haben und das müsste nur verloren gewesen sein, weil es Imba ist oder so. Oder weil Disconnect. Ist oft so. Wow. TCC muss jetzt weg, aber gut, da war jetzt eh nicht mehr viel zu. Also da war schon noch ein bisschen was zu holen, aber hat da lange nichts mehr gesetzt, ne? Naja, baut jetzt nochmal ordentlich Hellions gerade nach. Will jetzt gleich nochmal mit einem Paukenschlag versuchen. Will sich nicht einfach so nach einer Stunde und 9 Minuten so verabschieden, ohne nochmal irgendwas gerissen zu haben. Jetzt überlegt er auf Banshees zu gehen. Ich sag jetzt einfach mal nix. Ich glaube nicht, dass irgendein Konter gegen diese Armee möglich ist. Wenn Show schon kein Patentrezept dagegen hat, wer dann? Wer dann? Ich bin hier echt in einer Stunde, in der Minute 70 und das Game ist halt nicht langweilig gewesen in der ganzen Zeit. Das gefällt mir sehr gut. Danke jetzt schon mal Jonathan und Show, also beiden, dem Jeffrey auch, für so ein geiles Spiel hier im TVZ auf Tal Darim. Auch wenn ich feststellen musste, dass der Terrier nicht gewinnt. Zumindest würde mich das jetzt sehr wundern, wenn es sich hier noch so drehen würde. Aber gut. Wir gucken einfach mal, was diese Armee hier ausrichten kann. Da kommen noch einige Banshees dazu, STVs dazu. So, Ultralisk hat aber eine Riesenleiche. Lol. Boah. Die Fungalgrowth ist halt auch detected. Sehe ich das richtig? Man kann nichts dagegen machen. Jetzt geht der nächste. Oh, die Ultralisten kriegen aber hier richtig gut Schelle von den Tanks. Nice, er ist drin. Jetzt haben wir hier viele Infestoren. Aber die Banshees fliegen schon. Zack, wir machen hier erstmal gut Damage. Kann der. Lol. Nice. Jetzt wird hier links die Äxte noch rausgenommen. Also Show versucht hier wirklich mit allen Mitteln noch zu gewinnen. Nimmt die nächste Hedge raus. Ah, die Investoren sind jetzt sehr ätzend. Aber er hat ja auch noch Broodlords mit Corruptern, die wir jetzt mal kurz erwähnen wollten. Und die weiteren Investoren, die da links sind. Und das muss er jetzt irgendwie... Also ich weiß nicht, wie Show das machen möchte. Es sieht auch nicht danach aus, als ob er es machen könnte. Er will aber so viele Zerg-Units mit in den Tod reißen, wie es nur geht. Wie es sich für einen guten Terra gehört. Und da verbrennt er sie auch lieber, als dass er einfach rausgeht und seine Armee einfach stehen lässt. Nimm raus, was du kannst. Er geht jetzt einfach nur auf die Hedge. So, ist egal. Lass mich in Ruhe mit deinen Einheiten. Ich töte die Hedge. Egal, was du willst. Und das schafft er auch. Und Darkos denkt sich so, ach komm, gib ihm die Hedge. Und da sehen wir es. Das sieht extrem gut aus für Jonathan Belke, aka Dark Force. Show gerade erst noch im Loser Racket Final, glaube ich, gegen Socke in diesem Birmingham-Turnier gespielt, wo Socke sich übrigens durchsetzen konnte, bis ins Finale gekommen ist, aber gegen Nani war dann gespielt hat, der einfach momentan eine Maschine ist. Mehr kann man dazu nicht sagen. GG von Show, ich kann es nicht glauben, was für ein geiles Spiel. 1 Stunde, 13 Minuten und 18 Sekunden auf Tal Darim Altar vollbracht. Ich hoffe, ihr konntet es mit mir zusammen genießen, so lange, wie ich es gesehen habe. Und ihr hattet jede Menge Spaß an diesem Spiel. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr abonniert natürlich diesen Kanal, TakeTV Takes, und sprecht das überall weiter, gebt das überall weiter, dass es hier auf jeden Fall jede Menge geile StarCraft 2 Action gibt. Das war es von mir für heute. Schön, dass ihr dabei wart.
wir sprechen und sehen uns natürlich mit den nächsten Casts und natürlich mit den nächsten Replay-Casts, also Live-Casts, alles drum und dran, was es gibt, nächsten Letter-Sessions. Natürlich kommt bald auch wieder neues WhatsApp und ihr seid auf dem neuesten Stand. Bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss!